Liebe Kinder, liebe Reserinnen und Reser, es ist heute Donnerstag, der 6. Januar. Es ist jetzt kurz nach 17 Uhr. Ich grüße Sie alle ganz herzlich aus dem Rathaus und möchte Ihnen von dieser Stelle nochmal ein frohes neues Jahr wünschen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien viel Glück und Erfolg im neuen Jahr, vor allen Dingen aber Gesundheit. Und da sind wir wieder beim Thema Corona. Ich kann Ihnen die aktuellen Zahlen nennen. Wir liegen inzwischen in Rees bei 1200 bestätigten Corona-Fällen. In der letzten Woche sind 24 Fälle hinzugekommen. In den letzten 2 Wochen waren es insgesamt 32 Fälle. Die Inzidenz für die Stadt Rees liegt bei 112,7. Die Inzidenz für den Kreis Kleve liegt bei 202,5. Die Zahlen steigen leider also wieder an. Bundesweit wurden heute über 64.000 Neuinfektionen gemeldet. Wir gehen davon aus, dass auch im Kreis Kleve die Zahlen massiv ansteigen werden. Die Omikron-Variante ist höchst ansteckend und insofern gilt jetzt wirklich sehr vorsichtig zu sein, sich an die Regeln zu halten. Sie kennen die: Abstand halten, regelmäßig und gründlich die Hände waschen und auch eine Maske tragen und vor allen Dingen auch Kontakte reduzieren und zu allerletzt auch wieder das Thema Impfen. Also lassen Sie sich bitte impfen. Es gibt viele Möglichkeiten, auch hier im Stadtgebiet, zum Beispiel morgen und übermorgen im Bürgerhaus, morgen von 18 bis 21 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr. Dort können Sie mit und ohne Termin sich impfen lassen. Und wiegen Sie sich bitte nicht in Sicherheit. Man liest ja immer wieder, dass diese Omikron-Variante mit milderen Verläufen ausgestattet ist. Das gilt aber nicht für die Ungeimpften. Da besteht immer noch eine sehr hohe Gefahr. Also nutzen Sie diese Impfangebote und lassen Sie sich impfen. Ansonsten seien Sie bitte weiterhin vorsichtig, seien Sie auch nett zueinander und passen Sie gut auf sich auf. Tschüss, bis nächste Woche.